Boeing, ein amerikanischer Champion. In der Luftfahrt lange Weltmarktführer. Eine Ikone der Ingenieurskunst. Die Mitarbeiter sind stolz auf Boeing. Die Firma ist weltweit bekannt. Wir sind alle sehr stolz darauf. Doch der 10. März 2019 wird für Boeing zur großen Zäsur. In Äthiopien ist ein Passagierflugzeug mit 157 Menschen an Bord abgestürzt. Es gibt keine Überlebenden. Die Opfer stammen aus 35 Nationen. Unter ihnen 5 Deutsche. Kinder trauern um ihre Eltern. Frauen und Männer um ihre Partner. Und Eltern um ihre Kinder. Keine 5 Monate vorher war bereits eine Maschine desselben Typs abgestürzt. In Indonesien. Mit 189 Toten. Schnell gibt es einen Verdacht. Gibt es einen Zusammenhang? Sind die Abstürze mehr als tragische Unfälle? Ein Problem, das über den Flugzeugtyp 737 hinausgeht? Es hat sich leider in den letzten Jahren wohl so zum System entwickelt. Es hat sich eingefressen in die ganze innere Struktur von Boeing. Bei unseren Recherchen treffen wir auf Boeing-Insider, die sich von Aufsichtsbehörden im Stich gelassen fühlen. Einige berichten uns sogar von Gewalt und Bedrohungen. Mein Chef sagte, ich dränge dich so lange, bis du zerbrichst. Mehrfach hat er das gesagt. Sie haben mich kaputt gemacht. Zwei Abstürze im Abstand von 5 Monaten. Zwei fast fabrikneue Boeing 737 MAX. 346 Menschen sterben. Nur eine Zahl. In der Maschine der Ethiopian Airlines saßen 157 Menschen. Ihre Angehörigen wollen die Fotos öffentlich zeigen. Wollen, dass die Opfer nicht vergessen werden. Einer von ihnen, Yasser Aissa, hinterlässt eine komplette Familie. 3 Töchter, nun ohne Vater. Familie Nyoroge, Mutter, 3 Kinder. Komplett ausgelöscht. Oder Marie Philipp, gerade 28 Jahre alt. Es war ein ganz normaler Sonntag. Wir haben uns schon darauf gefreut, dass wieder Frühling wird, dass hinterm Haus wieder alles grün wird. Und dann hat das Telefon geklingelt. Und dann war ihr Lebenspartner dran. Da habe ich schon gedacht, warum ruft der an? Der hat noch nie angerufen. Und dann konnte eigentlich gar nicht reden, die ersten Minuten. Dann hat er gesagt, dass Marie in dem Flugzeug saß. Das war eine Dienstreise. Sie hat für die IGAD gearbeitet und die sind dafür zuständig, in Ostafrika die Länder, die Staaten zusammenzubringen, damit die gemeinsam an einer Dürreresilienz arbeiten. Und da war eben ein Treffen. Ja, am meisten habe ich bewundert, dass sie immer genau wusste, was sie wollte. Ja, sie wollte die Welt besser machen. Marie Philipp flog mit 156 anderen Passagieren in einer Boeing 737 MAX von Addis Abeba Richtung Nairobi, zu einer Arbeitssitzung der Vereinten Nationen. Marie saß hier, direkt hinter einem Italiener, neben Kenianern. Bagger mussten die Trümmer der Maschine aus dem Boden holen. Sie war mit solcher Wucht aufgeprallt, dass sie fast komplett im Erdreich verschwand. Allein wenn man das schon sieht, dann kann man sich vorstellen, dass wirklich alles kaputt war.
Eine unglaubliche Wucht muss da gewesen sein. Knapp 5 Monate vorher war eine fast werksneue Boeing 737 MAX kurz nach dem Start vor Indonesien ins Meer gestürzt. Schnell war klar, Ursache war kein technischer Defekt, keine Panne, sondern ein Computersystem der Flugzeugsteuerung. "189 Menschen verloren ihr Leben. Von vielen wurden keine sterblichen Überreste gefunden. Den Angehörigen blieben in ihrer Trauer nur symbolische Bestattungen. Wir besuchen eine Anwaltskanzlei in New York. Sie vertritt viele Opferfamilien gegenüber Boeing, auch Familie Philipp. Sie wollen Boeing nicht davonkommen lassen, wollen klären, was steckt hinter den Abstürzen? Zufall, technische Probleme oder ein tödliches System aus Verheimlichen und Vertuschen? Erinnern Sie sich, der Absturz der Lion Air-Maschine war 5 Monate, so ungefähr, vor dem Äthiopien-Unglück. Und schon Lion Air machte klar, dass das MCAS-Computersystem ein Problem war. Direkt nach dem Lion Air-Absturz hätte die 737 gegroundet werden müssen, bis das geklärt war. Dass man nach Lion Air bis zum Ethiopian Air-Absturz dieses Flugzeug weiterfliegen ließ, machte den zweiten Absturz vorhersehbar. Vorhersehbar. Schon kurz nach dem ersten Absturz erstellt die amerikanische Luftaufsichtsbehörde FAA eine Risikoanalyse. Wenn die 737 MAX wie geplant weltweit eingesetzt und rund 45 Jahre genutzt würde, wären rund 15 derartige Abstürze zu erwarten. Alle 3 Jahre eine Katastrophe. Rund 3 Monate nach dieser Analyse verliert Marie Philipp beim zweiten Absturz ihr Leben. Das kann man doch nicht hinnehmen. Ich kann nicht hinnehmen, dass noch mal ein Flugzeug abstürzt. Das ist für mich unvorstellbar, dass man einfach so leichtsinnig mit Menschen umgeht. Das ist eine inakzeptable Analyse. Das Risiko ist 100% für jemanden, der getötet wird. Man baut keine Flugzeuge in der Erwartung, dass alle 3 Jahre ein Unfall passiert. Das ist furchtbar. Wenn jemand ein Flugzeug baut und akzeptiert, dass es alle 3 Jahre einen Unfall gibt, so ein Prinzip ist empörend. Auf Boeing-PR-Videos fliegt die MAX problemlos selbst extreme Manöver. Doch nach dem zweiten Absturz verhängen Chinesen und Europäer ein Flugverbot. Erst einen Tag später folgt auch die amerikanische Behörde FAA. Boeing gibt sich unbeirrt, will mit neuer Software eine schnelle technische Lösung. Auf einer Pressekonferenz relativiert Boeing-Chef Muhlenberg die Rolle der Software und er scheint auf Unterstützung der Behörden zu hoffen. Wir sollten die Behörden jetzt den Unfall in Ruhe untersuchen lassen. Unser Job ist es, uns auf Sicherheit zu konzentrieren, nicht auf Spekulation. Er lässt viele Fragen unbeantwortet, muss 8 Monate später zurücktreten. Wir haben keinen Kontakt zu Boeing. Boeing hat sich noch nie bei uns gemeldet. Von denen haben wir noch nie was gehört. Keine Kondolenz, nichts. Mussten ihre Tochter und 156 weitere Menschen sterben, obwohl Boeing und die amerikanische Aufsichtsbehörde wussten, dass es mit der Software der 737 MAX zu tödlichen Unfällen kommen kann? Maneuvering Characteristics Augmentation System, kurz MCAS, bedeutet Manövriereigenschaften-Korrektursystem. Aber was macht es? Außer statistisch alle 3 Jahre einen Absturz auszulösen. Warum hat Boeing dieses todbringende System überhaupt eingebaut? Es ist vor allem eine Reaktion auf eine neue Version des A320 von Konkurrent Airbus.
Die Neo war mit besseren, sparsameren Triebwerken sofort ein Verkaufsschlager. Boeing drohte ins Hintertreffen zu geraten, brauchte auch sparsamere und damit größere Triebwerke. Doch weil die 737 niedriger lag und das Fahrwerk nicht höher gebaut werden konnte, hatte Boeing ein Problem. Die Lösung? Statt ein neues Flugzeug zu bauen, entschied sich Boeing für eine Sparversion. Das Triebwerk wurde weiter vorne und vor allem höher montiert. Die Oberkante ragt sogar über die Tragfläche hinaus. Dadurch hat das Flugzeug bei hohem Schub aber die Tendenz, nach oben zu ziehen, was eine gefährliche Fluglage bewirken kann. Darum wurde die Software MCAS eingebaut. In solchen Fällen verstellt sie das Höhenruder automatisch und drückt so die Nase nach unten. Im Falle der Abstürze zu weit und zu stark nach unten. Das Flugzeug hätte in dieser Form nie gebaut werden dürfen, es hätte nie so konstruiert werden dürfen, es hätte nie so zugelassen werden dürfen. Dieses Flugzeug konnte aus sich heraus nicht fliegen. Es konnte sich nicht in der Luft halten. Es musste ein Zusatzsystem eingebaut werden, dieses MCAS-System, was diesen eingebauten Fehler, diesen Systemfehler ausgleichen sollte. Technik kann versagen, das ist ja der Fall gewesen, in einer Weise, dass selbst diejenigen, die das Flugzeug gesteuert hatten, nicht wussten, was mit ihnen geschieht. Das ist keine akzeptable Flugzeugkonstruktion. Boeing will zu alledem kein Interview geben. Sendet uns nur eine schriftliche Stellungnahme. Darin heißt es, die Entwicklung der MAX entsprach denselben Firmenstandards und denselben Anforderungen der Aufsichtsbehörden, die für die Zulassung früherer Flugzeuge und Baureihen galten. Und weiter, Boeing arbeitet in voller Übereinstimmung mit den von der FAA vorgeschriebenen Anforderungen und Abläufen. Trotzdem, statt kostspielig ein neues Modell zu bauen, wurde im Konkurrenzkampf mit Airbus, also ein mehr als 50 Jahre altes Modell, schlicht aufgemotzt. Ein bei Piloten durchaus beliebtes Modell, erklärt uns im Simulator ein Mann, der tausende Flugstunden auf dem Vorgänger der 737 MAX absolviert hat. Die 737 ist ein sehr zuverlässiges und wirtschaftliches Flugzeug. Für mich als Pilot ist ein sehr angenehmes Flugzeug zu fliegen. Sie ist sehr intuitiv zu fliegen, hat ein neutrales Flugverhalten und macht einfach Spaß. Das Computersystem, das den abgestürzten 737 MAX zum Verhängnis wurde, beeinflusst die Trimmung eines Flugzeugs. Wenn zum Beispiel Passagiere oder Flugbegleiter sich nach vorne oder hinten bewegen, kann diese Gewichtsverlagerung die Nase des Flugzeuges nach oben oder unten drücken. Die Trimmung gleicht das aus. Ein Druck auf einen kleinen Schalter. Schon drehen sich neben den Pilotensitzen Trimmräder. Ein Relikt aus alten Zeiten, als Piloten noch von Hand kurbeln mussten. Es zeigt, wie alt die Grundkonstruktion ist. Bei der 737 dreht sich wirklich das Trimrad. Das ist bei anderen Flugzeugmustern ist das nicht mehr vorhanden, da sieht man das nicht. Aber hier bei der 737 können wir das noch sehen, ja. Diese Trimmung konnte bei der MAX, ohne dass die Piloten das wussten, vom Computer verändert werden. Und das sehr massiv. Diese Information, das weiß man heute, hat Boeing bewusst mit voller Absicht geheim gehalten. Wir sind in Orlando, USA. Besuchen jemanden, der sein halbes Leben in Boeing-Jets verbracht hat. Auch privat ein begeisterter Pilot. Ich war immer ein Boeing-Fan, aus sentimentalen Gründen. Das war der erste Jet, den ich jemals geflogen bin. Wenn man die Menschen, die so ein Flugzeug fliegen, denen andere ihr Leben anvertrauen, nicht informiert, wenn Piloten ihre Maschine nicht kennen, jeden Aspekt davon, wenn man denen etwas verheimlicht, dann ist das kritisch. Ich denke sogar, das ist kriminell. Meine Kollegen sprechen es vielleicht nicht laut aus, aber man denkt sich, was sonst haben die mir nicht gesagt? Auch über die anderen Modelle, meine 777 oder meine 787.
Tatsächlich wächst in der Branche, so erfahren wir, die Befürchtung, dass auch andere Boeing-Modelle Fehler aufweisen. Modelle, die normalerweise täglich fliegen. Wir müssen leider davon ausgehen, dass es bei anderen Flugzeugen ähnlich ist, was die Haltbarkeit anlangt, was die Funktionsfähigkeit insgesamt anlangt. Und da ist es offensichtlich so, dass in den letzten Jahren da bei Boeing, ich sag mal, sehr lässig vorgegangen worden ist, aus Kostendruckgründen, und dass die FAA als Aufsichtsbehörde es nicht geschafft hat, hier einzugreifen. In der Werbung für seine 737 hat Boeing großen Wert darauf gelegt, dass sich die Max bei Flugverhalten und Bedienung praktisch nicht von ihrem Vorgänger unterscheidet. In einer Mail an eine Fluggesellschaft, einen potenziellen Kunden, heißt es, es gäbe nur einen einzigen Unterschied, den Ausschalter am Fahrwerkshebel. Sonst wäre alles gleich geblieben. Die Mails zeigen auch, warum das für Boeing wichtig war. Beim Umstieg auf das neue Modell dürfe auf keinen Fall Training im Flugsimulator nötig werden. Boeing würde nicht zulassen, dass das nötig werde. Und immer wenn Luftfahrtgesellschaften oder Aufsichtsbehörden Simulatortraining forderten, rühmten sich Boeing-Mitarbeiter, ihnen das mit einem Trick, der magischen Jedi-Gedankenmanipulation, ausgeredet zu haben. Hätten die Piloten von MCAS gewusst und eine Fehlfunktion im Simulator trainieren können, hätten sie eine Chance gehabt, die Abstürze zu vermeiden. Warum wollte Boeing das nicht? Was wäre an so einem Training so schlimm gewesen? Naja, es sind ja nicht nur ein paar Piloten, sondern die Piloten werden ja auf allen vorhandenen Flugzeugen der Airline durchrotiert. Das heißt, selbst wenn die Airline nur zwei 737 MAX bekommen würde, müsste sie alle Piloten auf dieser MAX schulen. Und das sind ja nicht nur 10 Piloten, die Airline hat, sondern meistens geht das in die Hunderte, wenn nicht mehr. A more profitable future belongs to those who think more. More capacity. More cost efficiency. More range. Profits for you. The MAX 10 can Werbevideos für potenzielle Käufer zeigen klar, Boeing wirbt mit niedrigeren Kosten, Effizienz und höheren Profiten. Millionen für Pilotentraining einzusparen, ist da ein gutes Verkaufsargument. Als nach dem ersten Absturz klar war, dass die geheim gehaltene Software Piloten in eine unlösbare Situation gebracht hatte, wurde dafür noch immer kein Simulatortraining entwickelt. Doch immerhin wurden die Piloten jetzt über das neue System informiert. Pilot Schöne hat von Boeing Informationen über MCAS erhalten, samt Anleitung, was zu tun ist, wenn es versagt. Das Notverfahren dafür ist wirklich die Steuerorgane festhalten, den Autopiloten ausschalten, die automatische Schubsteuerung ausschalten und die automatische Trimmung ausschalten. Das funktioniert hier über diese beiden Stabilizer-Trim-Cutout-Switches. Und damit ist das MCAS komplett deaktiviert. Und ich kann das Flugzeug hier nur noch manuell über die Trimräder trimmen. Dann kann ich ganz normal weiterfliegen. Dann muss ich zwar per Hand trimmen über diese Trimräder, aber ich kann weiterfliegen. So einfach hätte man laut Boeing die Abstürze verhindern können? Pilot Les Abend glaubt es nicht. Offensichtlich war es nicht nur Software. Boeing präsentierte ja eine Notfallanweisung für die Piloten. Die Piloten wussten dann ja von dem Absturz, hatten die Informationen und konnten bei Ethiopian den Absturz doch nicht verhindern. Boeing hat seit dem zweiten Absturz mehr als 400 Maschinen produziert, die nicht ausgeliefert werden dürfen. Anfang 2020 wird die Produktion ganz gestoppt. Offensichtlich gibt es mehr Probleme als nur eine Software, die man umprogrammieren und im Fall eines Fehlers einfach ausschalten kann. Ein Jahr nach dem Äthiopien-Absturz werden immer neue technische Probleme bekannt. Unzulässig verlegte Kabelstränge, nicht zugelassene Sensoren. Inzwischen ermittelt deswegen sogar die Staatsanwaltschaft gegen Boeing. Starben also Passagiere, weil Boeing ein Flugzeug schlecht konstruierte und wichtige Details von den Piloten geheim hielt? Hätten die Aufsichtsbehörden das nicht verhindern müssen?
Für den US-Hersteller Boeing ist die amerikanische FAA zuständig. Warum hat sie diese Max überhaupt zugelassen? In Washington steht das Hauptquartier der FAA. Die Federal Aviation Administration ist in den USA für alle Aspekte der Fliegerei zuständig, inklusive Zulassung von Flugzeugen. Ein halbes Jahr nach dem zweiten Absturz im Oktober 2019 bemerkt die FAA, dass Boeing entscheidende Dokumente monatelang geheim gehalten hatte. Darauf schreibt der Chef der FAA einen harten Rüffel an Boeing. Ich erwarte Ihre unverzügliche Erklärung zum Inhalt des Dokumentes und warum Boeing es vor seiner Aufsichtsbehörde bisher verheimlicht hat. Bis zu diesem Schreiben sahen viele Experten, FAA und Boeing, eigentlich als eng verschworene Gemeinschaft. Es hat sich leider in den letzten Jahren wohl so zum System entwickelt. Es hat sich eingefressen in die ganze innere Struktur von Boeing und auch im Verhältnis zur FAA. Die FAA hat immer laxer die Aufsicht wahrgenommen. Ganze Arbeitsgruppen bestanden aus Industrievertretern unter der Leitung eines FAA-Mitarbeiters. Das heißt, die Entscheidungen wurden faktisch getroffen von der Industrie, formal gesehen natürlich von der FAA, die nur den Stempel draufgesetzt haben. In der institutionellen Konstruktion, wie die FAA in den letzten Jahren entwickelt worden ist, muss man sagen, ja, diese Institution hat versagt. Aber welche Rolle spielen eigentlich europäische Behörden? Für die Zulassung von Airbus in Europa ist die EASA zuständig. Aber die arbeitet durchaus mit der FAA zusammen. Haben die Europäer von MCAS gar nichts gewusst? Hätte die EASA die Tragödien verhindern können? In Köln steht das europäische Gegenstück zur FAA, die EASA. In Europa dürfen nur Flugzeuge starten und landen, die hier zugelassen wurden. Das gilt auch für Boeing-Maschinen aus den USA. Um die Zulassung nicht komplett doppelt zu machen, hat man sich allerdings auf eine Arbeitsteilung geeinigt. Wir setzen uns mit Boeing und der FAA an einen Tisch und einigen uns über Themen, bei denen wir eigene spezielle Tests machen wollen. Bereiche, die uns unter Sicherheitsaspekten besonders interessieren und Bereiche, bei denen wir die FAA-Zertifikate übernehmen. Not delegate, but rely on the FAA certification. Die EASA erklärt uns ausdrücklich, auch bei der 737 MAX haben die Europäer eigene Prüfungen vorgenommen. Aber warum stieß die EASA dabei nicht auf das neue, verhängnisvolle MCAS? In diesem Prozess war MCAS von Boeing als nicht sicherheitsrelevant bezeichnet worden. Darum haben wir bei der Zulassung, weil es eben nicht sicherheitsrelevant war, entschieden, uns das nicht anzuschauen. Im Klartext, auch die Europäer sind auf den Boeing-Gedankentrick hereingefallen. Wie Hypnose. Das ist kein sicherheitsrelevantes System, das müsst ihr nicht prüfen. Nach den Unfällen und der Stilllegung der MAX hat sich das geändert. Die EASA will sich nun weder auf Zusagen von Boeing noch auf das Urteil der amerikanischen FAA verlassen. Wir wollen als EASA eine komplette eigenständige Prüfung der Flugzeugsteuerung der MAX. Und eigenständig meint wirklich durch uns alleine. Also da werden wirklich Konsequenzen gezogen, auf allen Seiten. Auch wie wir künftig mit der Neuzulassung von Flugzeugen umgehen, bei Boeing-Flugzeugen. Aber sicher wird die FAA auch Konsequenzen ziehen, wenn es um die Zulassung anderer Flugzeuge geht. Die Europäische Aufsichtsbehörde verspricht mehr Eigenständigkeit. Sie will der FAA nicht mehr blind vertrauen. Ob das gelingt? Dass es dabei Grenzen gibt, zeigt die Geschichte eines Mannes, der bis heute Angestellter von Boeing ist. Deswegen hat er uns kein Interview gegeben und an diesem Bericht auch sonst nicht mitgewirkt. Doch Boeing-Mitarbeiter dürfen Sicherheitsbedenken der FAA melden. Und das tat er.
Der Boeing-Mitarbeiter lässt sich inzwischen von einem Anwalt vertreten. Zu komplex sind die Fragen, die er als Whistleblower zu klären hat. Sein Anwalt ist ein Bekannter, Professor Gimulla. Mein Mandant hat seit Jahren Vorgänge und Vorfälle, die er für nicht mehr akzeptabel gehalten hat, zum Thema gemacht. Seinem unmittelbaren Vorgesetzten gegenüber, dem Sicherheitschef von Boeing gegenüber, dem Vorstand von Boeing gegenüber. Es wurde nicht blank abgelehnt, das wäre zu deutlich gewesen, sondern man lässt das dann auflaufen und auslaufen. Der Boeing-Mitarbeiter arbeitet nicht an der 737, sondern an der 787, dem Dreamliner, einem größeren Langstreckenjet. In einem Werbevideo präsentiert Boeing beide zusammen in der Luft. Nicht ohne Grund. Der Dreamliner ist neben der 737 der zweite Kassenschlager des Konzerns. Allerdings, anders als die Max, eine komplette Neukonstruktion. Hier muss, soweit bekannt, keine Software gefährliche Flugeigenschaften kompensieren. Doch der Boeing-Mitarbeiter berichtet der amerikanischen Aufsichtsbehörde FAA von anderen Problemen. Er war maßgeblich an der Produktionsplanung des Dreamliners beteiligt. Dabei bemerkt er, im Werk kommen immer wieder Teile von Zulieferern an, die nicht den Konstruktionszeichnungen entsprechen. Die müssten eigentlich aussortiert werden. Aber regelmäßig verschwinden sie einfach, werden teilweise, so berichtet er, doch eingebaut. Teile, die nicht den Vorgaben entsprechen, sieht er als Sicherheitsrisiko. Doch der Ingenieur glaubt nicht, dass die FAA nun wirklich handelt. Die FAA hat sich relativ zurückhaltend geäußert. Man nimmt den Fall durchaus ernst, aber man geht ihn, so sieht es jedenfalls für uns aus, nicht proaktiv an. Man versucht, die Dinge intern mit Boeing zu klären. Ich will nicht hoffen, in der alten, traditionellen Manier. Darum beschloss der Boeing-Mitarbeiter im Frühjahr 2019, seine Sicherheitsbedenken auch der europäischen Aufsichtsbehörde zu melden. Also der EASA, die nach den Abstürzen der MAX vermehrt auf eigenständige Prüfung setzt. Kann sie aus den konkreten Informationen zu Produktionsmängeln bei Boeings Dreamliner 787 eigene Konsequenzen ziehen? Egal welches Flugzeug oder wer der Betreiber ist, wenn jemand zu uns kommt und sagt, da sei ein Sicherheitsproblem, dann schauen wir uns das an. Aber wenn es mit der Produktion zu tun hat, der Qualität der Produktion, dann ist das nicht im Bereich unserer Zuständigkeit. Das ist dann schwierig. Wir können nur der amerikanischen FAA sagen, dass wir diese Informationen haben. Aber das können wir nicht selbst untersuchen. Wir haben nicht das Recht, Inspekteure in ein Boeing-Werk zu schicken. Das ist außerhalb unserer Möglichkeiten. Mussten Menschen sterben, weil die Aufsichtsbehörden nicht konsequent genug geprüft haben? Und besteht künftig Gefahr, weil europäische Behörden Hinweisen amerikanischer Whistleblower nicht eigenständig nachgehen können? Dabei geht es nicht nur um die Hinweise des Boeing-Mitarbeiters, der nicht namentlich genannt werden will. Vor gefährlichen Boeings waren noch viel mehr Insider. Und das schon lange vor den Abstürzen der MAX. In South Carolina, in der Nähe von Charleston, betreibt Boeing ein großes Werk. Hier treffen wir Menschen, die teilweise Jahrzehnte für den US-Konzern gearbeitet haben und von teils haarsträubenden Mängeln bei ausgelieferten Flugzeugen berichten. 25% der Sauerstoffmasken werden bei der 787 nicht richtig funktionieren. Wenn bei einem Druckabfall die Sauerstoffmaske herunterfällt und man an der Schnur zieht, damit Sauerstoff kommt, bleiben einer normalen Person 15 bis 20 Sekunden, bevor man bewusstlos wird. Wir haben festgestellt, dass 25% der Sauerstoffmasken nicht ordentlich funktionieren.
Wir hatten hunderte Teile, die nicht den Vorgaben entsprachen. Die müssen grundsätzlich aussortiert werden. Wir bemerkten irgendwann, dass mehr als 1800 solcher Teile fehlten und wahrscheinlich doch eingebaut worden waren, ohne vorher repariert worden zu sein. Boeing bestreitet das nicht, erklärt aber, bei einer von der FAA überwachten Prüfung wurden alle Teile als unbedenklich für alle Flugzeuge eingestuft. Auch die Sauerstoffmasken würden regelmäßig getestet. Das Problem habe Boeing mit dem Zulieferer durch einen von der FAA bestätigten Prozess geklärt. Ob man sich darauf verlassen kann? Auch die MAX war von der FAA als sicher zugelassen. Und anders als die MAX ist der Dreamliner im Normalbetrieb täglich hundertfach auf der Welt unterwegs. Auch auf deutschen Flughäfen starten und landen regelmäßig 787. Mit tausenden Passagieren, die täglich darauf vertrauen, dass Flugzeuge so sicher sind, wie man es seit Jahrzehnten gewohnt ist. Doch auch der Dreamliner, fürchten langjährige Boeing-Mitarbeiter, könnte dies Vertrauen enttäuschen. Und wer auf Fehler hinwies, hätte massive Probleme bekommen. Ich hatte einen Manager, der über die Flugzeuge Buch führte, die mangelhaft waren und die wir ausgeliefert haben, ohne dass die Mängel behoben waren. Der Direktor des Qualitätsmanagements sagte ihm, er wolle diese Listen nicht mehr sehen und auch keine Fotos der Mängel. Der Manager sagte, wow, ich wende mich an die Ethikkommission, denn da werden am Ende Menschen sterben. 3 Wochen später wurde er versetzt, musste einen Leistungstest absolvieren und wurde dann entlassen. Er verlor seinen Job. Als ich 2009 anfing, wurde ein Flugzeug alle 3 Wochen auf die nächste Station bewegt. Am Ende, als ich ging, ist die gleiche Menge Arbeit in 3 Tagen gemacht worden. Also das Arbeitstempo wurde erhöht. Die gleiche Arbeit in 3 Tagen statt 3 Wochen. Mit der gleichen Zahl oder sogar mit weniger Arbeitern, die diese Arbeit machten. Dieses Originalwerbevideo hat Boeing im Zeitraffer gedreht. Und Boeing bestätigt schriftlich, dass die Produktion beschleunigt wurde. Aber so optimiert, dass Sicherheit trotzdem gewährleistet bliebe. Doch Cynthia Kitchens berichtet, was passierte, wenn jemand Qualitätsmängel gemeldet hat. Wenn man etwas gemeldet hat, wurde man zur Zielscheibe, wurde gemobbt, beschimpft. Ich wurde von einem Kollegen sogar körperlich angegriffen. Er drängte mich gegen ein Geländer und sagte, ich solle es machen, wie es immer gemacht wurde, oder aus mir würde hier niemals etwas werden. 3 Wochen später wurde er befördert, mein Chef, war zuständig für meine Leistungsbeurteilungen. Auch sie hat sich an die amerikanische Aufsichtsbehörde gewendet. Sie hatte Mängel an den Maschinen konkret mit Fotos dokumentiert. Etwa Schrauben, die offensichtlich mit falschem Werkzeug festgezogen und dabei beschädigt werden. Und darunter elektrische Kabelbäume, in denen zahllose Metallsplitter liegen. Scharfkantige Metallsplitter zwischen wichtigen Kabeln. Die verteilen Steuersignale im ganzen Flugzeug. Ohne dass Cynthia Kitchens davon weiß, macht ihr Kollege Barnett ungefähr zeitgleich die gleiche Beobachtung. Die Splitter in der Verkabelung. Da wurde mir gesagt, ich solle mich um andere Dinge kümmern. Und ich wurde durch einen Manager ersetzt, der gerade 1 Jahr in der Firma war. Sie hatten beschlossen, das zu ignorieren. Es wurden also mehr als 800 Flugzeuge ausgeliefert mit diesen Splittern. Und soweit ich weiß, werden die heute noch so ausgeliefert, weil man die Entstehung dieser Splitter nicht behoben hat. Beide fürchten, dass diese Splitter im Lauf von jahrelangem Betrieb die Isolierung durchscheuern und Kurzschlüsse verursachen können. Boeing teilt uns mit, man habe tatsächlich 2017 solche Splitter entdeckt. Die Aufsichtsbehörde FAA habe das untersucht. Dies stelle kein Problem für die Flugsicherheit dar. Boeing teilt weiter mit, man sei sicher, dass alle ausgelieferten Flugzeuge auch dank Prüfung der FAA absolut sicher seien. Ingenieur Barnett glaubt das nicht. Wir haben in der Produktion eine Faustregel, dass es etwa 10 Jahre dauert, bis ein Produktionsmangel wirklich zum Problem wird. Eine Faustregel.
Manchmal geht es etwas schneller, manchmal auch etwas länger. Aber wir haben die ersten Flugzeuge 2012 ausgeliefert. Die sind mit 8 Jahren jetzt langsam in dem Alter, wo solche Fehler sich auswirken. Und ich habe Angst, was sich da in den nächsten Jahren zeigen wird. Ich hoffe, ich irre mich. Aber ich habe Angst, was da kommt. Boeing bleibt dabei. Alle gelieferten Flugzeuge seien sicher. Doch auch Mitarbeiter, die noch nicht mit Medien gesprochen haben, drücken ihre Befürchtungen in internen Mails aus. Dort heißt es zum Beispiel: Man wählt immer den billigsten Zulieferer. Jeder hat immer nur den Zeitplan im Kopf und nicht Qualität abzuliefern. Und etwas später im Text? Das ist systematisch, ist Firmenkultur. Boeing teilt uns dazu mit, diese Schriftwechsel zeigen nicht die Firma, die man sei und sein wolle. Diese Mails seien inakzeptabel. Aber sie stammen unbestritten von Boeing-Mitarbeitern und zeigen eine Firmenkultur, die bei der Max katastrophale Folgen hatte. Wenn man den Insidern glaubt, kann sie auch bei anderen Boeing-Flugzeugen böse enden. Mussten also Menschen sterben, weil Boeing Termindruck und Sparsamkeit wichtiger waren als Sicherheit? Weil Aufsichtsbehörden das weder bemerkten noch verhinderten? Interne Dokumente und Berichte langjähriger Boeing-Mitarbeiter lassen dieses Bild entstehen. Aber wie entstand diese gefährliche Firmenkultur? In den Gesprächen fällt immer wieder der Name eines fast vergessenen Flugzeugherstellers: McDonnell Douglas. In Seattle, an der amerikanischen Westküste, wurde Boeing vor über 100 Jahren gegründet. In der Stadt residieren Softwarekonzerne wie Microsoft und Amazon. Aber wenn es um Industriearbeitsplätze geht, um Arbeit für Zehntausende in den Vororten, dann ist Boeing das Herz der Stadt. Durch Boeing existiert in der Region Seattle eine Mittelklasse. Arbeiter mit fantastischen Einkommen, denen es besser geht als den meisten Arbeitern irgendwo sonst in Amerika. Wenn wir das verlieren, wird Seattle eine Stadt der reichen Software-Typen und der Obdachlosen. Nichts mehr dazwischen. Das ist es, was Boeing für uns bedeutet. Und darum ist es so wichtig, dass Boeing weiter besteht. Dass die Max so lange am Boden bleiben muss, ist für Boeing ein Fiasko. Der Umsatz sinkt danach um ein Viertel. Der Konzern macht zum ersten Mal seit Jahrzehnten Verlust. Als im März 2020 noch die Corona-Krise hinzukommt, bricht der Aktienkurs endgültig massiv ein. Boeing-Mitarbeiter, die wir sprachen, sehen die Schuld beim Management. Der Technologiekonzern habe seine Seele verloren, seine Ingenieursethik aufgegeben. Aber warum? Die Boeing 777 war ein typischer Boeing-Produkt. Die Boeing 777 war damals, Mitte der 90er, ein typisches Boeing-Produkt, eine Spitzenleistung der Ingenieurskunst. Aber die Kosten liefen weit aus dem Ruder, was auch typisch für Boeing war. Als Resultat der Kostenexplosion bei diesem Flugzeug fusionierte Boeing mit McDonnell Douglas. Und die waren viel stärker auf Geld und Finanzen fokussiert. Dann kamen McDonnell Douglas Manager zu Boeing, die Boeing so führten wie vorher McDonnell Douglas. Es ging nur um Rendite und Gewinn, weniger um Sicherheit oder Flugtauglichkeit. Doch Ende der 90er Jahre verändert sich nicht nur das Management bei Boeing. Die ganze Luftfahrtbranche wandelt sich. Mit Airbus wächst ein neuer großer Konkurrent. Verkauft Anfang der 2000er Jahre sogar vorübergehend mehr Flugzeuge als Boeing. Auch die Kunden der Flugzeugbauer verändern sich. Immer mehr Billigfluglinien werden groß. Der Preiskampf bei Flugtickets beginnt. Auch bei den Käufern der Flugzeuge zählt nun jeder Cent.
Jeder Wettbewerb verursacht Kostendruck, verursacht Effektivitätsdruck. Und das ist natürlich in der Luftfahrt, bei Luftfahrtherstellern ein kritisches Element, weil es die Sicherheit natürlich beeinträchtigen könnte, dass man dann aus Kostengründen Sicherheitsmaßnahmen unterlässt, die vielleicht nicht kostenmäßig verkraftbar sind. Konkurrenz, Kampf und Gewinnstreben führen zu Flugzeugkonstruktionen mit eingebautem Sicherheitsrisiko. Laut Boeing-Insidern nicht nur bei der 737 MAX. Pilot David Schöne vertraut fast täglich sein Leben einem Boeing-Flugzeug an und das Leben seiner Passagiere. Er sieht allerdings kein spezielles Problem von Boeing, sondern ein gesellschaftliches. Das Problem liegt für mich originär nicht bei Boeing, sondern in der gesamten wirtschaftlichen Branche momentan. Schauen Sie sich den Abgasskandal an. Da war es auch ein Zusammenspiel aus wirtschaftlichem Druck und zu wenig Aufsicht durch die Behörden. Und dadurch lassen sich selbst größte Konzerne zu fatalen Fehlern verleiten. Das Problem ist nur, Fehler im Flugzeugbau sind oft tödlicher als in anderen Branchen. Unfälle kosten meist sehr viele Menschenleben. Fliegen ist bis heute statistisch die sicherste Art zu reisen. Damit das so bleibt, muss Sicherheit höher bewertet werden als Rendite. Manch einer sieht die Abstürze der MAX daher als Weckruf. The MAX was really a tragedy. Die MAX war wirklich eine Tragödie. Und ich denke, das wird ein Meilenstein in der Geschichte der Fliegerei. Wenn man sieht, wie die Tragödie der MAX sich finanziell auf Boeing auswirkt, also Investoren und Finanzmenschen werden sich künftig zweimal überlegen, ob man an Sicherheit spart, um kurzfristig mehr Profit zu machen. Ich glaube, dass das, was wir im Moment erleben, einen riesigen Reinigungsprozess, wenn man so will, einen Selbstreinigungsprozess des Systems Luftfahrt zur Folge haben wird. Es wird sich sehr vieles ändern, es muss sich vieles ändern, das wird auch so geschehen. Ich glaube, dass wir, wenn diese Dinge tatsächlich dann bereinigt werden, sukzessive, umso mehr Vertrauen in das System Luftfahrt haben können. 346 Menschen starben bei den Abstürzen der 737 MAX. 346 Todesopfer, die vermeidbar gewesen wären. Wenn Kostendruck bei Boeing keine so große Rolle gespielt, wenn die Aufsicht durch die Behörden funktioniert hätte. Die Angehörigen wünschen sich, dass diese vermeidbaren Todesopfer nicht auch noch folgenlos bleiben. Zuerst wollten wir, dass die Schuldigen bestraft werden. Dass man die Schuldigen findet und die dann bestraft. Das war so mein erster Gedanke. Aber das bringt uns nicht weiter. Und jetzt wollen wir, dass die Kontrollmechanismen funktionieren. Dass Fliegen wieder sicherer wird.